Das kann ja nicht sein, dass die Bundestagsabgeordneten selber entscheiden, ob der Bundestag rechtsmäßig gewählt worden ist. Und das ist so die Lage. Die haben es selber entschieden und haben gesagt, jawohl, in 4/5 ist rechtmäßig entschieden worden, obwohl eines der Hauptkriterien, warum die Landtagswahl in Berlin ungültig ist, darin bestand, es waren 4 Wahlen, dass die Menschen durch die Art der Organisation gar nicht ihre 3 bis 5 Minuten hatten, um die Wahlzettel anzuschauen. Aber wenn das für das Land Berlin, für die Landtagswahlen zur Ungültigkeit führt, dann müssen doch die Bundestagswahlen auch ungültig sein. Da hatten die Menschen doch auch keine Zeit, sich durch die Kommunalwahlen, Landtagslisten, Bezirkswahlslisten und Bundestagslisten durchzuarbeiten. Ganz klar verfassungswidrige Wahl. Herr Todtner, ich habe es ja eben schon gesagt.